Ich hätte das Yakamoto-Angebot annehmen sollen. Vielleicht solltest du dich eher fragen, warum sie es abgelehnt hat. Tanja liebt dich, begreifst du das nicht? Tanja und ich, wir sind ein verdammt gutes Team. Was hast du? Einfach gemerkt, dass mir besser geht ohne dich. Also so ganz ohne dich. Kleine, da stehen wir zusammen durch. Okay, pass auf. Du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Du sagst mir, was los ist, oder ich gehe. Ja, dann mach doch, was du willst. Ohne mich. Eine Lüge ist wie ein Virus. Sie macht dich krank. Anfangs versuchst du noch, die Symptome zu ignorieren und dir nichts anmerken zu lassen. Andi! Aber bald schon kannst du nur noch zusehen, wie die Lüge alles vergiftet, was dir lieb und teuer ist. Andi, warte! Andi, geh nicht! Nee, du kannst mich jetzt nicht einfach alleine lassen. Das will ich doch auch nicht. Ich mach mir doch nur Sorgen um dich. Mann, ich will doch nur Antworten haben. Ich kann nicht. Du kannst nicht. Du kannst mir also nicht sagen, warum du deine Faust in einen Spiegel rammst. Wieso du dir Termine ausdenkst, damit du nicht mit mir reden musst. Aber erwartest von mir, dass ich das alles so hinnehme. Bitte, du musst mir einfach vertrauen. Mann, wie denn? Wenn du mir noch nicht mal vertraust. Ich habe echt alles für dich getan. Ich bin mit dir zu dieser Paartherapie gelaufen. Was machst du denn? Wir drehen uns im Kreis. Dann war's das wohl. Wenn du dann endlich erkennst, was du mit dieser einen Lüge angerichtet hast, ist es längst zu spät. Du kannst nur noch zusehen, wie alles zerbricht. Was wirst du dagegen unternehmen? Dir auch einen guten Abend. Weißt du, was das ist? Irgendwas sagt mir, dass ich's jeden Moment erfahren werde. Das ist das Projekt deines kleinen Bruders. Er stellt's dem Gremium vor und will Geld dafür locker machen. Tristan will die Rechte an The Lost Love of Lily Rose erwerben. Dieses Musical, in dem Marlene die Hauptrolle übernommen hat. Ja, nach Hagens rührseliger Ansprache über den Zusammenhalt einer Familie wird er wahrscheinlich auch noch die Mehrheit bekommen. Das bedeutet, dass für andere Projekte kein Geld mehr da ist. Hagen lässt sich den Umbau seines Rennstalls finanzieren und Tristan sein dämliches Singstück. Und ich? Ja, soll ich Linie Clarisse mit Almosen zu einem Spitzenlabel entwickeln? Was eigentlich mit dir? Beantragst du einen Satz Bausteine für deine Immobiliensparte? Ach, ich zieh's vor, erfolglos zu bleiben. Am Ende verliebst du dich noch in mich. Kleiner Scherz. So, und damit du dich jetzt nicht weiter unnötig aufregst, das schadet unter anderem auch unserem Kind, ich werde morgen ebenfalls ein Projekt vorstellen. Und dieses Projekt wird so klar, überzeugend und profitabel sein, dass Tristan sich mit seinem Musical einfach nur noch verstecken kann. Und du willst mir nicht zufällig verraten, worum es da geht? Dann wäre ja die ganze Überraschung kaputt. Entscheidung hast du mir also vertraut. 10 Jahre lang warst du tot. Und plötzlich bist du überall. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich es genieße, frei zu sein. Ich kann dir verstehen, dass du mir nicht vertraust. Ich muss Julia um Verzeihung bitten. Warum gibst du es nicht endlich auf, Clarissa? Was glaubst du, denn wird passieren, wenn du plötzlich vor ihrer Tür stehst? Hier bin ich, deine totgeglaubte, verhasste Mutter, der du die Jahre deines größten Kummers zu verdanken hast. Bitte verzeih mir. Sie wird dir die Tür vor der Nase zuschlagen. So wie du. Aber ein ziemliches Missstück.
Menschen ändern sich. Sicher. Aber warum sollte ausgerechnet ich dir das glauben? Du sollst gar nichts. Lass es mich doch beweisen. Ich wünsche mir nichts mehr, als mich mit Julia auszusöhnen. Aber das schaffe ich nicht alleine. Schon gut. Du entscheidest. Wenn du der Meinung bist, dass es besser für Julia ist, dass sie weiterhin glaubt, ich bin tot, dann reiß ich ab und komme nie wieder. Liest sich gut. Das ist mehr als gut. Das ist die Gelegenheit. Wir erwerben nicht nur kurz vor der Premiere die Inszenierung von The Lost Love of Lily Rose, sondern auch die komplette Spielstätte und die weltweiten Rechte. Ja, und das Musical ist ja nicht nur am Broadway, sondern auch in Paris und London äußerst erfolgreich gelaufen. Und mit Marlene in der Hauptrolle wird es das in Düsseldorf mit Sicherheit auch. Habt ihr das schon an die anderen Gremiumsmitglieder verteilt? Ja, alle außer Helena. Hast du eine Ahnung, wo sie steckt? Ich erreiche sie nicht, sie geht nicht an die Handy. Hey, da bist du ja. Ich habe hier noch was für dich. Für morgen eine kleine... Helena, alles okay? Komm, setz dich. Wir reden da morgen drüber. Was ist passiert? Andi ist weg. Er will schon mit jemandem zusammen sein, der einen permanent anlügt. Vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn ihr eine Weile getrennt seid. War ja alles ein bisschen viel für uns in der letzten Zeit. Der Unfall. Die Sorge um Philipp. Beinahe ein Bankrott der Firma. Meine Beziehung, mein ganzes Leben bricht gerade auseinander, weil ich den Mann meiner Freundin über den Haufen gefahren habe. Und du denkst an dein Geschäft. Aber nein, Philipp wird bald gesund werden. Dann fährt er mit Nico weg. Und dann ist alles vergessen. Hast du etwa auf mich gewartet? Es ist ja noch vor Mitternacht. Ich hab doch gar nichts gesagt. Wie war's denn? Guter Versuch, aber keine Chance. Es sei denn, du erzählst mir von deinen Erfahrungen. Ich meine, wie waren deine Dates damals, als du noch welche hattest? Da könntest du tatsächlich noch was lernen. Ach ja? Mach deine Erfahrungen lieber selbst. Na schön. Wenn du schon nicht über deine große, unglückliche Liebe sprechen willst, dann vielleicht doch von Oma. Bitte nicht schon wieder. Aber Opa kriegt fast einen Herzkasper, wenn ich ihn drauf anspreche, und du versinkst in galaktisches Schweigen. Was war mit dir? Hat sie silberne Löffel geklaut? Ich will nicht über sie reden. Na, warum denn nicht? Kannst du nicht verstehen, dass mich das interessiert? Weil es sich nicht lohnt. Das könnte ich doch vielleicht selbst entscheiden. Dankeschön. Wie tut gerade so, als ob Oma der Teufel persönlich war. Ganz ehrlich, das ist total daneben. Das findet Papa übrigens auch. Jetzt ist Clarissa schon so lange tot. Und es hört einfach nicht auf. Surprising you.
Then the laugh, cry, baby, cry. Man, it's all been forgiven. Swans are swimming. I'll explain everything to the geeks. Oh, the very best of us string ourselves up for love. Oh, the very best of us string ourselves up for love. Oh, the very best of us string ourselves up for love. Landstein Enterprises, Wolf? Einen Moment bitte. Entschuldigung, hallo. Können Sie nicht wenigstens die Post verteilen? Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Was kann ich für Sie tun? English for Beginners. Du musst es ja nötig haben. Kauf dir selbst eins. Du, soll ich das schnell machen? Oh, gerne. Ja, und dann kannst du auch noch gleich das Türschild von Herrn von Landstein polieren. Bei einer durchschnittlichen Auslastung von 75% können wir mit einem Gewinn von 9% vor Steuern rechnen. 75%? Hältst du nicht für realistisch? Naja, ich meine, andererseits, das Geld muss fließen, um sich zu vermehren, aber... Und was heißt das jetzt? Immerhin habt ihr beide jeweils zwei Stimmen. Ja, stimmst du jetzt für mein Projekt? Na, endlich. Hopp, hopp. Kaffeemaschine wartet schon auf dich. Willst du noch ein paar Vokabeln für deinen Englischkurs? Don't get on my nerves. Nerv mich nicht. Wenn ihr fertig seid, euch gegenseitig Komplimente zu machen, dann wartet richtige Arbeit auf euch. Ich möchte Collister für Lini Clarisse gewinnen. Ich müsste ihn dazu treffen, und zwar hier in Düsseldorf. Wer macht die Terminabsprache? Jessica. Ja, ihr Englisch ist einfach... perfekt. Gut. Das ist vielleicht nicht gerade die beste Idee, weil... Jessica, wenn Sie für mich arbeiten, könnten Sie vielleicht ein bisschen mehr auf Ihr Outfit achten. Wolltest du mir noch die Geschäftsidee verraten? Damit hätten wir also ein komplettes Musical-Theater zur ständigen Verfügung. Ja, vorausgesetzt, der Deal kommt zustande. Hast du irgendwelche Einwände? Nein, keine Einwände. Nur einen besseren Vorschlag. Ihr wisst, ich bin wirklich ein Freund von Herzensprojekten, aber im Moment sehe ich die Firma eher an einem Punkt, wo sie Gewinne braucht. Wagen wir doch mal einen Blick ins Jahr 2022. Was sehen wir da? Schloss Königsbrunn mit seinem einzig rechtmäßigen Bewohner. Fußball-WM in Katar. Willst du Tickets fürs Endspiel verkaufen? Besser. Ich würde mich gerne an den Stadienbauten beteiligen. Wie soll denn das funktionieren? Die Optionen für die Baubeteiligung sind noch längst vergeben. Fast alle. Ja, wenn wir schnell entscheiden. 20%? Das ist enorm. Ist das Ganze hier auf deinem Mist gewachsen oder hat dir unser blonder Traum dabei geholfen? Ansgar, können wir bitte mal auf geschäftlichem Niveau bleiben? Na schön. Tja, also auf mich wirkt das so, als wäre die Musical-Nummer gestorben. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Möge der Bessere gewinnen. Na los, raus mit der Sprache. Wo wart ihr? Was? Ihr seht aus, als hättet ihr die halbe Nacht in Palma durchgefeiert. Ach, ich habe diese Nacht nicht so gut geschlafen. Hast du wieder Beschwerden? Nein, gar nicht. Die Brille sieht gut aus. Hätte ich nicht besser aussuchen können. Schläft Timo noch? Ja, der ist schon weg. Es ist offen. Morgen. Ach, du bist es. Nicht das, was Sie erwartet haben? Nicht ganz. Trotzdem, schön, dass du da bist. Ja, setz dich doch. Einen schönen Tag, Olli. Danke. Wenn irgendwas ist, ich bin in der Praxis. Wie lange soll das eigentlich so weitergehen? Mir war gar nicht klar, dass du nie über sie sprichst. Wenn nur ihr Name fällt, machst du dicht. Schon wieder Clarissa. Timo fängt langsam an, mir Fragen zu stellen. Papa, du hattest es versprochen, wir wollten nicht darüber reden. Ja, das geht mir ja genauso, aber
das glaubst du oder nicht. Manchmal hilft eine Aussprache schon, gewisse Dinge zu entkrampfen. Und wo hast du das jetzt her von Charlie? Ja, was das betrifft, ist sie ein großes Vorbild. Und was Clarissa betrifft... Bin ich froh, dass sie tot ist. Aber was kann man dagegen machen, wenn der andere einfach nicht reden will? Geht es um meine Mädchen? Nein, um meine Mutter. Das ist ungewöhnlich. Was? Stress mit der Mutter? Normalerweise ist es umgekehrt. Stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Mutter sich nicht von deinem Charme einwickeln lässt. Ja, schön wär's, aber keine Chance. Ich weiß ja nicht, wobei es bei diesem Streit geht, aber es gibt nun mal Dinge, die will man nicht preisgeben. Ja, aber das sind ja dann ganz andere Sachen. Ich meine, was ist denn bitte so schlimm daran, dass ich jetzt ein bisschen mehr über meine Oma erfahren möchte? Was ist denn mit deiner Oma? Das wüsste ich auch gern. Aber sie ist absolutes Tabuthema. Meine Mutter macht sofort dicht. Dann wird sie ihre Gründe haben. Komm schon, Julia. Clarissa hatte auch ihre guten Seiten. Klar, sie konnte unheimlich nett und charmant sein, vor allem, wenn sie was von einem wollte. Papa, wir wissen doch beide, dass Clarissa die Menschen nur manipuliert hat. Was sie als Liebe bezeichnet hat, war nichts weiter als Berechnung. Warum beschäftigt dich das überhaupt so? Vermisst du sie? Ich? Bestimmt nicht. Ich, keine Ahnung, ich wollte eigentlich zum Flugplatz. Dein Traum vom Fliegen. Wenn Sie möchten, kann ich Sie gerne mal mitnehmen und Ihnen alles zeigen. Ja. Ich weiß allerdings nicht, wie lange ich noch hier sein werde. Echt? Sie wollen abreisen? Ist noch nicht ganz sicher. Ich bleib schon noch ein bisschen. Oh, hallo Andi. Schön, dass du kommst. Ich habe von eurem Streit gehört. Na, keine Sorge, das ist nicht das, worüber ich mit dir reden wollte. Wir haben aller Wahrscheinlichkeit nach den Fuß in einem sehr lukrativen Baugeschäft im Nahen Osten. 2022. Doch nicht etwa die Fußball-WM in Katar? Der Stadionbau? Genauer gesagt, eine Beteiligung daran. Wie geil ist das denn? Ja, und da bräuchte ich jemand, der sich da unten einmal genauer umschaut. Vielleicht in der ersten Phase die Bauarbeiten überwacht. Jemand, dem ich vertrauen kann. Und da dachtest du an mich? Naja, du hast Erfahrung im Bauwesen. Ja, ja, ich meine, das stimmt ja auch schon. Wenn die anderen Bauarbeiter Probleme haben, dann kommen sie zu mir. Und ich bin ja jetzt auch nicht der Krawattenträger, vor dem man Schiss haben muss oder so. Da hätte ich das gar nicht formulieren können. Das bedeutet allerdings, dass du in der nächsten Zeit weniger in Düsseldorf wärst. Aber vielleicht tut das eurer Beziehung ja ganz gut. Und für deine Karriere wäre das ein entscheidender Schritt. Ich überleg's mir. Tu das. Wir reden drüber, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Ach du, Ludwig, sag mal, ist dir in letzter Zeit irgendwas an Helena aufgefallen? Wieso? Naja, sie ist ganz schön neben der Spur. Und dann diese Geschichte mit dem Spiegel. Weißt du, was mit dir los ist? Nein. Okay. Ich geb dir Bescheid. Ich kann nicht glauben, dass Olli mich mit dem Laden alleine lassen will. Du hast das No Limits in letzter Zeit doch eh schon fast alleine geschmissen. Ja. Mann, ey, ich vermisse die beiden. Und seitdem die getrennt sind, geht einfach alles schief. Eine Latte. Ich sag's ja, alles geht schief. Gibt's was Neues von Olli? Nee. Dann stehen ja immer noch mehrere Zimmer in der WG leer, oder? Daher weht der Wind. 98 Euro plus ein Privatlehrer für Englisch. Wenn ich das nicht investiere, dann habe ich keine Chance auf die Stelle bei Tanja. Das würde natürlich die Chancen meiner kleinen Schwester erhöhen. Deine kleine Schwester ist besessen vom Teufel. Ja, das ist sie. Ich kann dir leider kein Zimmer in Ollis Wohnung vermieten. Außerdem ist Andi gerade dazugezogen. Ich könnte ihn noch trösten. Denk nicht mal dran. Ah, nun, Scherz. 2,80. Schreib's
schreib's auf die Rechnung. Da ist aber kein Platz mehr. 2,80. Sag mal, 400 Euro? Was? So viel zahlt er für die Pension in einem Monat? Ja, was denn? Euch ist ja egal, was ihr anzieht. Ihr müsst den ganzen Tag nur Pferdemist und Milchschaum durch die Gegend schieben. Aber in meinem Job muss ich auf mein Äußeres achten. Stimmt so. Reine Formsache, hast du gesagt. Wir haben die Finanzierung so gut wie in der Tasche, hast du gesagt. Ich weiß. Aber da ahnte ich auch noch nicht, dass Sebastian in letzter Sekunde mit diesem Katar-Projekt ankommt. Ach, und du glaubst, dieses Katar-Dings hat bessere Chancen als unser Musical? Ein Musical, das steht für Musik, für Leidenschaft, für Ausdruck. Ein Fußballstadion für... 20%. Ich kann nicht fassen, dass du es auch nur verteidigst. Das tue ich nicht. Aber wenn ich an der Stelle meiner Geschwister wäre, würde ich für Katar stimmen. Hast du schon vergessen, dass es noch einen zweiten Interessenten gibt? Natürlich nicht. Der nur darauf wartet, seine Tochter unterzubringen? Seine Frau. Ja, ist ja auch völlig egal. Jedenfalls, wenn der den Zuschlag bekommt, kann ich die Hauptrolle vergessen. Wer hat denn gesagt, dass ich aufgebe? Ihr kommt doch zu unserem Musical. Marlene singt die Hauptrolle. Ja, wir würden wirklich gerne kommen. Aber ich denke, da sind wir schon ein paar tausend Kilometer weit weg. Aber ich kann mir denken, warum du fragst. Ja, ich will deine Stimme für mein Projekt, weil es sonst eventuell gar keine Premiere gibt. Ach, da seid ihr ja. Kommt rein, kommt rein. Helena, wo habt ihr Ankti gelassen? Ah, der hat zu tun und Elisabeth hat einen geschäftlichen Termin. Oh. Ja. Danke. Also wir planen mit den Proben für das Musical. Tristan, das ist wirklich ein tolles Projekt. Aber wie du weißt, habe ich Ansgar meine Stimme gegeben. Jetzt vergiss mal die Arbeit. Wir sind hier, um eine Wiederauferstehung zu feiern. Auf deine Gesundheit, Philipp. Carpe diem. Und auf Helena. Die wirklich beste Freundin, die ich mir nur vorstellen kann. Und dir geht es wieder richtig gut, hm? Es ist ein Wunder. Ja. Und ich habe was gelernt. Das Leben ist nicht selbstverständlich. Man sollte jeden Tag auskosten. Okay, jetzt werde ich kitschig. Allerdings. Man könnte fast glauben, du bist dem Pfarrer dankbar. Bestimmt nicht. Wenn Charlie nicht gehandelt hätte. Dieser Typ hätte mich einfach sterben lassen. Und du kannst dich wirklich an gar nichts mehr erinnern? Absolutes Blackout. Hast du mal an Hypnose gedacht? Vielleicht fällt dir damit ja wieder was ein. Irgendein Detail, was zum Unfallfahrer führt. Hello, my name is Mary. I want to be your friend. Will jetzt Telefonsex machen oder was? What is your name? Oh Mann, Olli haut ab. Du ziehst von Helena weg und willst nach Katar. Vielleicht hilft es ja und sie redet wieder mit mir. Was ist bloß los mit ihr? I'm working in a company. Ich bin lange, wenn es so weitergeht. Irgendetwas echt Krasses muss mit ihr passiert sein. Ich habe keine Ahnung, was oder warum sie nicht mit mir darüber reden will. Ja, gerade Helena. Sie meldet sich nicht mal mehr. Ich bin abgehauen, aber glaubst du, sie ruft mich an? Ich habe das Gefühl, sie ist froh, dass sie mich los ist. Mein Glas ist leer. Ja, genauso wie dein Geldbeutel. Heute ist euer Glückstag. Ihr zwei dürft mich zum Frühstücken einladen und Beziehungstipps gibt's gratis dazu. Das ist ja witzig. Wegen dir sind unsere Beziehungen im Arsch und jetzt willst du uns Tipps geben? Natürlich. Ich bin schuld. Konnte ich das nur vergessen? Ich musste euch erst fesseln, dann knebeln, dann bin ich über euch her. Tu uns einen Gefallen und löst dich einfach in Luft auf. Ich habe jedenfalls keine Lust, mich zum Affen zu machen. Not very friendly. So ein Blackout verschwindet oft auch wieder von allein, aber das kann Jahre dauern. Und mit einer Hypnose, dann kann man den Prozess beschleunigen. Aber ist das nicht alles Hokuspokus? Das ist ein anerkanntes Verfahren. Naja, so einfach ist es nun auch wieder nicht. Bei einer Hypnose kann man nie wissen, welche Gefühle und Erinnerungen wieder hochkommen. Aber Philipp geht's wieder gut und auf Dauer kann es nicht gut sein, mit seinen verdrängten Erinnerungen zu leben. Aber meinst du denn, du hast schon so viel Kraft, dich diesen Erinnerungen zu stellen? Also, ich habe während meiner Therapie auch eine Hypnose gemacht. Und es war sehr hilfreich. Vielleicht wäre das tatsächlich eine Option. Könnte ich mal die Nummer von einem Therapeuten haben? Gerne.
Also ist das nicht etwas übertrieben? Ich meine, dir geht es doch gut. Und es ist ja nicht mit ein oder zwei Therapiestunden getan. Wollt ihr eure Reise verschieben? Nur für die vage Hoffnung, dass vielleicht irgendeine Erinnerung zurückkehrt? Vielleicht hat er recht. Helena, alles klar? Mir ist schlecht. Na, Störch? Ich wollte gerade gehen. Ach, warum denn? Musst du noch verdauen, dass ausgerechnet Sebastian so einen großen Fisch an Land gezogen hat? Bitte. Ausgerechnet diesem Blinden gönne ich doch nun wirklich jedes Korn. Außerdem verdienen wir doch alle ganz gut an dem Projekt. Ach und, hey, dann werdet ihr doch jetzt eine richtige Bilderbuchfamilie. Papa bringt das Geld nach Hause, Mama die Kinder zur Welt. Hm? Sag mal, wie war das nochmal mit deiner Bilderbuchfamilie? Hat Lydia nicht bald ihren Geburtstermin? Ach stimmt ja, du wirst dein Kind gar nicht kennenlernen. Lydia hat ja extra wegen dir den Kontinent gewechselt. Das ist wirklich schade. Hey, so euch beiden wollte ich gerade. Lass mich raten, du willst Werbung für dein Musical machen. Ach ja, vergiss es. Ich gebe Sebastian meine Stimme. Ich verstehe das nicht. Da sprechen immer alle von Familiensinn. Und du bist rein Herzens und denkst gar nicht an deine Karriere, ist klar. Ich hätte es wissen müssen. Du kommst mit deinen Gefühlen einfach nicht klar. Du bekommst zwar sein Kind, kannst Sebastian aber nicht mal sagen, dass du ihn liebst. Also gibst du ihm deine Stimme als Liebesbeweis. Mm-mm. Vergiss es, Schätzchen. Ich will Geld verdienen. Und mir nicht mittelmäßig begabte Musical-Sternchen anhören. Verstehen, dass du gern mehr über deine Großmutter erfahren würdest. Also wirst du mir von ihr erzählen? Thema ist für mich gestorben, okay? Weißt du was? Vergiss es. Das würde ich ja gerne. Helena? Hey, du, ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Keine Angst, ich will dir kein Beziehungsgespräch reindrücken. Naja, vielleicht ein klitzekleines. Andi und du. Ich will nicht, dass es bei euch so endet wie bei Olli und mir. Und deshalb wollte ich dir sagen, dass ich zu spät angefangen habe zu reden. Und jetzt ist Olli weg. Und wenn du nicht aufpasst, Helena, dann passiert dir mit Andi genau das Gleiche. Andi ist nur vorübergehend ausgezogen. Ich rede nicht vom Auszug. Ich rede davon, dass er richtig weg ist. Wie richtig weg? Dein Vater hat ihm doch dieses Angebot für Katar gemacht. Sebastian, ich brauche die Unterlagen für Katar. Lieber Sebastian, vielen Dank für deine rege Anteilnahme. Oh, da wird Ansgar sich ja freuen. Ich weiß nicht, wie ich die letzten Wochen ohne deine mutmachenden Worte geschafft hätte. Jetzt ist er endlich da. Nick, ist der nicht wunderschön? Liebe Grüße, Lydia.
Julia, mach dir keine Sorgen. Du bist eine starke Frau. Du wirst das hinkriegen mit der Geburt, wie ich dich kenne, mit einem Lächeln. Hier in Düsseldorf ist alles beim Alten, obwohl es anders ist, seit du nicht mehr hier bist. Es fehlt etwas. Auch wenn wir nicht mehr zusammen waren, mein Tag war jedes Mal schöner, wenn ich dich gesehen habe. Na toll. So nicht, mein Freundchen. Schön, dass du gekommen bist. Möchtest du etwas trinken? Kaffee, Tee, Wasser? Nein, nein, danke. Ich hole uns ein Wasser. Ach, du machst mich ganz nervös. Komm, setz dich doch. Clarissa, ich habe mit Julia gesprochen. Also, wir haben darüber gesprochen, was du ihr angetan hast. Ich stehe hier, um diese Tageszeit steht die Luft. Was hältst du von einem Spaziergang? Lass uns an die frische Luft. Komm. Nein, nein, ich... Entschuldige, ich habe die ganze Zeit nur von mir geredet. Es muss doch so viel bei dir in den letzten Jahren passiert sein. Erzähl mir. Na. Ist Dana da? Siehst du sie irgendwo? Perfekt. Was? Schade. Also, das ist schade, aber du, kein Problem. Ich warte einfach auf sie. Was hast du denn da dabei? Eisenrohre? Hanteln. Du, ich wollte sie zum Hanteltraining überreden. Viel Glück. Danke. Sag mal, hast du nichts zu tun? Es ist schon eine blöde Sache, das mit Helena, ne? Geht dich gar nichts an. Ich verstehe noch nicht, warum du nicht raffst, was mit ihr los ist. Aber du? Ja, also als Frau sieht man das ja eher. Also, sie verschiebt Termine, die sie gar nicht hat. Sie geht ihr aus dem Weg. Und lass mich raten, beim Sex ist sie auch nur halb bei der Sache. An die klingelst du da irgendwie? Nein. Jetzt erinnere dich doch mal daran, wie bescheuert du dich verhalten hast, als du diese Nacht mit mir hattest und nicht wolltest, dass Helena von unserem kleinen Abenteuer erfährt. Ach, du meinst, dass sie mich... Niemals. Dein Ego möchte ich haben. Geht doch. Helena, ich mache mir große Sorgen um dich. Und deswegen schickst du Andi in die Wüste, den Mann, den ich liebe und der mich festhalten könnte? Es ist das Beste für euch. Ihr steckt in einer Krise. Ja, weil ich ihn anlügen muss. Ich will dir doch nur helfen. Nein, du willst nur dir helfen. Du denkst nur an dich und dein Bild von einer heilen Familie. Nur? Das ist nicht richtig. Was ist denn dann richtig? Dass du alles und jeden manipulierst? Wie du Philipp von der Hypnose ausgeredet hast. Helena. Und wofür? Für die Firma, fürs Geschäft. Denkst du einmal daran, wie es mir dabei geht? Ja, das tue ich. Aber ich muss auch an die Firma denken. Dieses Unternehmen haben die Lahnstein seit Generationen aufgebaut. Ich lasse nicht zu, dass es zerstört wird. Natürlich nicht. Es ist auch deine Familie. Jetzt hör auf mit deiner Familie. Es gibt sie nicht, deine heile Familie. Und es kann sie gar nicht geben, weil du alles auf Lügen baust. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich mach nicht mehr mit. Was hast du vor? Geh zu Andi und sag ihm die Wahrheit, dann hat er wenigstens einen Grund abzuhauen. Das tust du nicht. Du machst es dir zu einfach, wenn du nur mir die Schuld gibst. Vergiss nicht, du hast den Wagen gefahren. Und, kommen Sie voran? Your daughter has no chance to me.
Es heißt against me. Against me. Wie ist der Termin mit New York gelaufen? Das, also ich nicht war, stammeln, antworten. Ich habe noch niemanden erreicht, wie der Zeitverschiebung. Das ist die Chance, Ihre Qualitäten zu beweisen. Vermasseln Sie es nicht. Hübsches Outfit. Hallo, ich habe dich gesucht. Vorsicht, ich könnte noch glauben, du vermisst mich. Träum weiter. Mir fehlt die letzte Seite mit der detaillierten Gewinnprognose. Das Projekt ist wirklich so vielversprechend, Sebastian. Dann kriege ich deine Stimme? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Du willst mir deine Stimme geben? Wenn du versprichst, mir das nächste Mal deine zu geben. Das kann ich nicht und das weißt du. Ach komm schon, nach Sebastians Katar-Ausflug wird keiner fürs Musical stimmen. Du brauchst jede Stimme, die du kriegen kannst. Einigen wir uns darauf, dass ich dich bei deinem nächsten Projekt mit Wohlwollen unterstütze. Deal. Danke, aber ich trage keine Absätze. Weißt du, was diese Schuhe mich gekostet haben? Warum sollte mich das interessieren? Weil eure Haftpflichtversicherung dafür aufkommt. Mein Pensionszimmer steht unter Wasser. Irgend so ein Trottel vergessen hat, die Badewanne abzustellen. Scheiße, was ist denn hier passiert? Boah, Olli! Mann! Verdammt! Die Waschmaschine. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte, aber wir haben keine Haftpflicht. Ja, und was mache ich jetzt? Ja, gibt's vielleicht ein anderes Pensionszimmer? Wenn's das nicht unter Wasser steht, vergiss es. Ich habe Miriam schon gefragt. Ja, Mensch, das ist ja blöd. Ja, das kannst du laut sagen. Aber ich bin ja zum Glück nicht so anspruchsvoll. Ein Platz zum Schlafen wird mir schon reichen. Gut. Ach Mann. Warte, ich helfe dir. Danke. Heute ist einfach nicht mein Tag. Was ist denn noch alles passiert außer dem Chaos hier? Timo war vorhin hier und natürlich ist er sofort wieder abgehauen. Lass mich raten, er wollte über deine Mutter reden. Ich weiß, es ist nicht gerade dein Lieblingsthema, aber vielleicht ist es falsch, ihm gar nichts zu erzählen. Aber wenn ich erst mal anfange, wird er immer weiter bohren und dann... Und dann steht vielleicht irgendwann im Raum, dass ich gar nicht sein Vater bin. Aber das bist du doch. Ja, ich weiß. Aber ganz ehrlich, warum sagen wir mir nicht einfach die Wahrheit? Weil für ihn eine Welt zusammenbrechen würde. Das weißt du doch gar nicht. Aber du... Ich glaube, Timo ist viel stärker, als wir beide glauben. Und vielleicht ist diese ganze Geheimniskrämerei viel schlimmer für ihn, als zu hören, dass ich ihn nur adoptiert habe. Du weißt doch gar nicht, wie das ist, wenn man sowas erfährt. Ja, ich habe keine Ahnung. Natürlich werde ich nichts tun, was du nicht willst, okay? Womit habe ich dich eigentlich verdient? Elisabeth verheiratet? Schon lange nicht mehr. Ich wohne jetzt mit Charlie zusammen. Du und Charlie? Nein, nein, nein. Obwohl, ich hatte mal über eine Singlebörse Kontakt mit einer reizenden Dame. Ich war hin und weg von ihr, bis ich auf einmal herausgestellt habe, dass es Charlie war. Warum habt ihr es nicht miteinander probiert? Wir haben uns für Freundschaft entschieden. Wahre Freundschaft. Die kann man nicht genug würdigen. Das habe ich früher nicht verstanden. Larissa, du enttäuscht mich. Du und Altersweise. Mir ist klar geworden, dass ich mit meiner Gier nach Macht und Prestige viele schreckliche Dinge gemacht habe.
Dafür bekomme ich jetzt die Quittung. Ich bin ganz alleine. Ich meine, meine Kinder wollen was von mir wissen. Ich will einfach meine Familie zurückhaben. Dieses Thema haben wir bereits ausdiskutiert, Clarissa. Ich kann ja offensichtlich nicht verhindern, dass du mir ständig nachschleichst. Aber hör doch bitte auf, mich manipulieren zu wollen. Das tue ich doch gar nicht. Für Julia bist du gestorben. Für uns alle bist du gestorben. Und deshalb musst du gehen. Und bitte, komm nicht wieder. Ludwig. Hier bist du. Wir haben dich schon überall gesucht. Ich habe Elisabeth gerade von meinem Projekt erzählt. Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Was hältst du von Katar? Ja, das ist ein sehr lukratives Geschäft. Es sieht so aus, als würde es endlich wieder aufwärts gehen. Glückwunsch. Das haben wir alles dir zu verdanken. Also ehrlich gesagt, ich habe ja nicht geglaubt, dass ihr zwei noch mal an einem Strang zieht. Aber die Familie ist vereint. Du hast... Ihr habt es geschafft. Entschuldigt mich, bitte. Habe ich was falsch gemacht? Mit dem Virus der Lüge ist es wie mit jeder Krankheit. Solange wir nur an den Symptomen rumdoktern, machen wir es nur noch schlimmer. Es hilft auf Dauer nicht, einfach nur weiterzumachen wie bisher. Da bist du ja wieder. Denn früher oder später werden wir mit den Folgen unserer Lügen konfrontiert. Und je länger wir warten, umso schlimmer wird es. Es gibt nur ein Heilmittel. Wir müssen die Wahrheit sagen. Andi. Zu dir wollte ich gerade. Jetzt bin ich ja da. Also? Andi, ich muss dir etwas sagen. Ich habe... Stell dir vor, ich weiß es schon. Du hast mich betrogen. Was? Aber was ist, wenn die Wahrheit viel schlimmer ist als jede Lüge? Ja. Ja, du hast recht.